Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Dynamo Zagreb gegen Celtic Glasgow. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den... Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Früh gibt es hier schon die gelbe Karte und damit ist klar, jetzt ist für den Rest des Spiels Zurückhaltung angesagt. Ist nicht einfach, wird auch das Trainerteam jetzt vor eine große Herausforderung stellen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Den Zweikampf führt er sehr gut. Auf außen ist Platz. Sie versuchen es. Toll geblockt. Jetzt sind sie am Ball. Cameron Carter-Vickers. Johnston. Callum McGregor. Ein Pass mit viel Auge. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Kluges Zuspiel. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Da wäre die Chance über außen. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Da kommt die Ecke. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Schön durchgesetzt. Zieht ab. Kein schwieriger Ball für Joe Hart. Hat er keine große Mühe, das Tor zu verhindern. Naja, kein guter Ball. Da sind Mitspieler frei. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik ansehen. Und weit sind sie nicht mehr vom Ausgleich entfernt. Sie nutzen den Ballbesitz immer wieder klug. Das macht einen sehr über... Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Josip Mišić. Eine Minute gibt's obendrauf. Gute Aktion jetzt. Die Chance. Das war zu hart, gibt Freistoß. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Buschi, vor der Pause war das ein guter Auftritt, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Callum McGregor.
klasse durchgesetzt. Die Riesenchance. Erstmal geblockt. Sie haben geklärt. Da sah es kurz so aus, als könnte er die Balance verlieren. Eine Riesenchance. Da ist das Tor und damit erhöhen sie ihren Vorsprung auf 2 Tore. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Josip Mišić. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Chance zum Anschlusstreffer. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Die Chance lebt noch. Gut verteidigt. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. So, und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Schiedsrichterin? Es wird jetzt hier gewechselt. Callum McGregor. Jetzt könnte der Pass kommen. Schirmt den Ball da super ab. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Ja, das ist Pressing. Ball bleibt hängen, Angriff erstmal zu Ende. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gut gespielt, dieser Steilpass. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Callum McGregor. Die Gäste führen hier klar, wir sind mittendrin in der Schlussphase. Sie sind überlegen, 2 Tore Führung, sie machen das immer wieder clever, sind sehr stark. Ich glaube, die holen sich den Sieg. Vorwärtsdrang jetzt, da muss die Abwehr aufpassen. Gutes Tackling hier. Die Nachspielzeit wird da angezeigt, 1 Minute gibt es noch oben drauf. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind also am Ende die Sieger. Klarer Sieg, 2 Tore Vorsprung sind es am Ende. Ein schöner Erfolg, da haben sie gezeigt, wie stark sie vor allem offensiv sind. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.